Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben letztes Mal ja alles in Bildung investiert, beziehungsweise alle Infotafeln aktualisiert. Und doch habe ich irgendwie das größte Gehege, was wir aktuell besitzen, mit den meisten Tierarten, habe ich vergessen, mit Bildung zu versehen. Und da würde ich gerne heute ansetzen und dann natürlich die Affeninsel mich drum kümmern und natürlich auch wieder erstmal allen Hallo sagen. Und zwar Gamesister 83, Hallöchen. Dann haben wir Solo-Player 00001. Hallo, dann haben wir die Belle 14, Hallöchen, MP-Fan 1989, hallo, dann haben wir Tetrodo, Hallöchen. So, und auf jeden Fall fällt heute noch jede Menge andere Sachen an, wie beispielsweise afrikanischer Strauß hat mal wieder ein Geschlechterverhältnisproblem, aber das überlasse ich denen jetzt erstmal. Ich glaube, da haben wir uns auch letztes Mal drum gekümmert. Dann gucke ich mal ganz kurz Community-Herausforderungen. Ey, wir haben eine neue. Sensationell, wir haben eine neue, und zwar Tierambitionen. Habt ihr das Zeug dazu, ganz oben mitzuspielen? Ja, klar, wir sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Und auf jeden Fall davon die Besten. Gehören eure Zoos und Zuchteinrichtungen zu den Besten? Ja, weil wir haben die Besten, der Besten. Na, okay. Dann ist diese Herausforderung perfekt für euch. Lasst diese Woche Tiere mit 5 Sternen frei. Wir drücken... Na, okay, das wird ein bisschen kompliziert, denn... Normaler, ja doch, ich lasse ja Tiere mit 5 Sternen frei, sofern die alt genug sind. Also sobald die irgendwie fast uralt sind. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann Tiere freilassen werden, die 5 Sterne haben, die alt genug sind und dieses Reglement erfüllen. Weil dann bekommen wir nur Blätter. Okay, so sensationell ist das auch nicht. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass wir irgendwie... Warzenschweine sind potenziell sehr gut dafür geeignet und Strauß ist es. Und eventuell westafrikanische Löwen, weil die lassen wir permanent immer frei und deswegen müssen wir mal gucken. Was wollte ich machen? Ja, genau, Bildung. Ich wollte mich um Bildung hier kümmern. So, ich hatte mir überlegt, die Bildungsmonitore können wir doch hier oben eigentlich alle hinsetzen, oder? Spricht doch theoretisch nichts gegen. Weil da unten haben wir ja diese, ja wie ist das, hölzerne Fassade vorgemacht und das sähe ein bisschen blöd aus, wenn wir da Monitore hinsetzen. Deswegen, wir könnten die natürlich auch in die Decke klatschen, aber dann guckst du die ganze Zeit so und kriegst irgendwann mal einen steifen Nacken und dann kommen die Tierärzte und geben dir dann eine Beruhigungsspritze für den Nacken und ja, das ist natürlich mehr Aufwand, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen würde ich sagen, mach mal hier oben die Monitore hin und jetzt muss ich erstmal gucken, ich meine, die waren hier, jawohl. So, ey, die passen, ohne Mist. Die passen direkt dahin, oder was? Die passen direkt hierhin. Okay. Okay, jetzt müssen wir nur mal... Achso, warte mal. War ich gerade nicht im Gebäudebearbeitungsmodus? So, eins. Jetzt müssen wir mal die Abstände gucken. 2, 3. Jetzt hätte ich das beinahe an den Menschen da geheftet. Dann wäre der mit dem Monitor hier rumgerannt. Ja, wäre bestimmt auch interessant gewesen. So, wo sind wir jetzt hier? Da hatten wir frei. Dann machen wir hier wieder einen hin. Und hier. Und dann... Alter, die Menschen gehen mir hier so ein bisschen am Keks, ne? Können die mal ganz kurz irgendwie stehen bleiben? Könnt ihr mal... Entschuldigung, ich habe unter dem Rock geguckt. Oh, oh. So, machen wir dann noch eine hin. Und dann kommt... hier kommt keine hin, sondern hier kommt eine hin. Ich würde sagen, alle 2 Elemente, oder? Optional vielleicht sogar alle 3. Müssen wir mal gucken, weil wir haben schon sehr viele Monitore jetzt da oben hängen. Da wären wir am Rande der Verzweiflung und hier... Ja, wir haben zu viele Monitore. Definitiv haben wir zu viele Monitore. Okay, hier sind wir... Ach, hier sind wir ein bisschen... Na gut, hier sind wir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da haben wir 3. Dann haben wir hier... Ne, gar nicht wahr. Da haben wir gar nicht 3. Pass auf, 1, 2, 3. Ne? So, dann kann der schon mal wieder weg. Strom spart ja auch Stromkosten. So, warte. Die Kamerasteuerung, die ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Wo waren wir jetzt? 1, 2, 3. Ja. Dann haben wir 1, 2, 3. Okay, der kann schon wieder weg. Dann nehmen wir den hier. 1, 2. Nein. 1, 2, 3. Jawoll. Okay, sehr gut. Dann haben wir den hier. Nehmen wir 1, 2. Obwohl, warte mal. Könnten ja auch gucken. Pass auf, den setzen wir einfach in die Mitte.
Den würde ich jetzt so tatsächlich in die Mitte setzen. So beispielsweise. Muss ich nochmal gucken, ob das hier so passt. Aber das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir da 3. Und hier haben wir 4. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Warte mal, jetzt müssen wir gucken. Wo waren wir jetzt? Also, wir hatten jetzt 1, 2, 3. Ne? Das 3, 1, 2. Oh, das ist sogar richtig. Okay, der hier ist richtig. Ist aber so weit weg. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. 1, 2, 3. Okay. Die kommen nebeneinander. Aha, aha. Okay, pass mal auf. Wir können hier sogar die Mitte ausmachen. Guck mal. Wenn wir hier perfekt ausrichten. So zum Beispiel. Haben wir genau die Mitte. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Tatsache. Kam mir so weit vor. Okay, 3. Dann hatten wir hier, nehmen wir den hier. 1, 2, 3. Und es müsste ja theoretisch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt perfekt. Passt perfekt. Nur das Problem wird jetzt sein, ob wir alle Monitore gefüllt bekommen mit jeweiligen Informationen. Oder wir müssen eventuell manche Tiere doppelt belegen. Oder wir haben zu wenig Monitore. Das könnte natürlich auch passieren. So, wir haben hier den Kaffernbüffel. Bitteschön. Dann haben wir hier, würde ich sagen, machen wir Weißschwanzgnu. Ja, dann hätten wir hier Weißschwanz, afrikanischer. Ne, pass auf. Der Star in diesem Gehege ist ja die, finde ich, Giraffe. Die ist für mich am ansehnlichsten. Deswegen würde ich gerne hier die Giraffe hinsetzen. Und hier eventuell, müssen wir mal gucken. Ja, pass auf, dann setzen wir hier afrikanischer Strauß hin. Ist ja vielleicht für manche auch interessant, für mich jetzt weniger. Dann hier kommt Steppenzebra. Dann halten wir hier eventuell Steppenzebra Thomson-Gazelle. Und jetzt haben wir noch Platz für ein Tier. Das ist gut, weil dann könnten wir doch vielleicht noch ein Tier hier reinsetzen. Müssen wir mal gucken, welches. Ich wollte mal ganz kurz gucken, der Hut, der ist so witzig. Der ist schon ein tolles Souvenir, den man für zu Hause haben muss. Ja, ich sag mal so, man kann König der Löwen zu Hause nachspielen. Ne? Also, das ist schon in Ordnung. So, dann gucken wir mal, welches Tier wir hier reinsetzen können, weil die vertragen sich ja mit manchen Tieren. Also, wovon würde ich absehen? Die würde ich vielleicht nehmen. Die Rappenantilope. Die Rappenantilope wäre eine Idee, ne? Ja, pass auf, dann nehmen wir die Rappenantilope. Seid ihr Einzelgänger? Nee, ne? Ich hoffe nicht. 1 zu 10. Oha. Oha. Okay, Rappenantilope. Weißschwanzgnu hat eine... Oh, hier. Afrikanischer Strauß und Weißschwanzgnu. Okay. Die Rappenantilope, müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich guck mal, was die so kostet. Ich hoffe, die ist jetzt erschwinglich, wenn nicht. Ich glaube auch nicht, dass die so gefragt ist. Ja, okay, das kann man sich ja mal gönnen. Ne? Guck mal hier, die ist der ist Bronze und der ist Gold. Also, was will ich mehr? Okay, ein Weibchen vielleicht noch. Nein, ich habe mich zu früh gefreut. Ist schon weg. Ich habe zu lange gewartet. Okay, dann kaufen wir Silber. Jawohl. Irgendjemand hat in diesem Moment genau die gleiche Idee gehabt und dachte sich so, oh, jetzt eine Rappenantilope in meinem Zoo. Das wäre gut. So, können wir mal gucken. Gibt's da noch mehr? Oder gibt's jetzt tatsächlich nur... Das ist natürlich blöd. Ich hatte gehofft, dass irgendwie noch mehr Seiten da sind, aber irgendwie sind nicht genügend... Ja gut, das ist das Problem. Weil die ist halt auch nicht so gefragt und ich denke mal, deswegen ist auch das Angebot relativ niedrig. Okay. Ich hätte halt gerne auch eine silberne oder vielleicht sogar eine goldene gehabt, aber naja, geht leider nicht. So, dann nehmen wir sie hier. Na, okay, die kaufen wir. Die hat ja auch sehr gute Werte eigentlich gehabt. Hallo? Und dann würde ich gerne noch eine kaufen, dass wir wenigstens so ein Verhältnis haben von 1 zu 2.
Gucken wir mal. Also die hätte jetzt zum Beispiel 50. Oh, 67. Alles klar, kaufen wir. Und sieben, ja, diese $380 oder was gehen eigentlich. So, Versand ist geplant. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nämlich jetzt hier die Rappenantilope hin. Genau, hier ist die Thompson-Gazelle und da ist die Rappenantilope. Passt ja eigentlich. So, und da hinten hätten wir nämlich, passt von, ich finde von der Aufteilung her sehr gut, da ist nämlich der Kaffernbüffel und der, das Weißschwanz genug. Das ist eigentlich sehr, sehr gut aufgeteilt. So, was haben wir hier? Neues Tier ist angekommen, Weißschwanz-Gnu und afrikanischer Strauß, genau. Dann gucken wir mal. Weißschwanz-Gnu, Verbrechen, hatten wir auch wahrscheinlich wieder. So, Weißschwanz-Gnu haben wir ein paar. Was hatten die? Oh! Können wir mal direkt zum Handelszentrum schicken? Ja. Und da können wir jetzt sagen, also da müssen wir jetzt erstmal wieder hier hin, dann sagen wir im Hand... Ah, da. Wollte schon sagen. Und dann freilassen. Ist kein 5-Sterne-Tier, ne? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Na, ist, glaube ich, kein 5-Sterne-Tier. So, was haben wir hier? Sauberkeit beim... Beim... Ich glaube, das war hinfällig. Nee, da, hier. Oder warte mal. Da verschwinden doch die roten Flecke gerade, ne? Sehe ich richtig. Ja, sehr gut. Der macht das schon sauber. Perfecto mento. So, dann gucken wir mal ganz kurz nochmal. Also, Weißschwanz-Gnu hatte ein Problem. Und zwar wegen... Oh, Eisbär ist erwachsen. Könnte natürlich auch Komplikationen geben. Alpha-Status hatte Weißschwanz-Gnu. Ach, deswegen. Okay, Weißschwanz-Gnu... du bist auch so alt? Okay. Wieso kann ich dich nicht ins Handelszentrum? Ah, du bist wieder safe, ne? Ja. Man kennt es ja mittlerweile. Gold. Okay, und du hast 0%. Freundchen, lass dich frei. Tschüss. Ist gestresst? Ja. Okay, und dann, vor allem, jetzt Fantastica, kein Verkäufer. Aber die anderen Läden nicht, die wir da unten haben. Nee, die haben genügend. Okay, oh, Alter, hier sind so viele Straußes. Was hatten wir jetzt noch? Ach ja, afrikanischer Strauß. Da wollten wir ja hin. So, na. Oi. Okay, also. Hä, da war doch gar, ist doch gar kein Problem, oder sehe ich das falsch? Wo ist das jetzt? Weißschwanz-Gnu? Nee, Thompson-Gazelle. Ach so, ja, stimmt, hier. Das war afrikanischer Strauß, aber das hatten wir ja schon behoben. Stimmt. So, Thompson-Gazelle. Ey, wir haben jetzt gar nicht geguckt wegen der Rappenantilope. Müssen wir gleich mal gucken, was die für Sachen braucht. Oh. Was die für Sachen braucht, ne? Handelszentrum schicken. Machen wir jetzt erstmal. So. Und dann... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Sondern ich wollte hier hin. Die Thompson-Gazelle. Da... So, und du wirst ja gerade zum Handelszentrum geschickt, genau. Und dann gucken wir mal Gold. Oha. Können wir dich freilassen und eventuell nochmal eine von nichts. Aber müssen wir mal gucken. Die hat 50%, also eigentlich ganz in Ordnung. Da haben wir 0%, dann haben wir schon mal einen Kandidat zum Freilassen. So, ciao. Und dann lassen wir... Freilassen. Warum haben wir sie nicht freigelassen? Habe ich da was vergessen? Hä? Schnellhandel? So. Keine Ahnung. Da war wieder dieser Bug. Das passiert schon mal öfters. So. Man bekommt nicht unendlich Blätter dafür. Habe ich schon ausprobiert. Nein, man kriegt dann halt immer, dann steht der immer da und du kriegst keine mehr Blätter, also hat keinen Nutzen. Deswegen kann man die dann besser verkaufen für ein paar Dollar. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht gar nicht gesund aus.
Okay, die waren. Die waren ineinander geglitscht. Und du bist in Ordnung oder hast jetzt auch ein. Hast du zu lange nach oben geguckt oder hast einen kaputten Hals oder sonst irgendwas? Ist alles in Ordnung? Das sieht nicht so. Wow. Okay, alles klar, du bist gesund. Sehr schön. So. Juni Melody, Hallöchen. Und Destiny Cook, Hallöchen. So. Die Rappen, Antilopen, Getier da. Muss ich mal ganz kurz gucken, was das für Sachen braucht. Oder ob wir sogar die Sachen hier schon alle vorrätig haben. Wo ist die denn jetzt? Hallo, Rappenantilope. Da bist du doch. Eigentlich ein schönes Tier. Eigentlich ein schönes Tier. Gehege hat stabiler Rückzugsort. Ja, ist in Ordnung. Da sind wir auch auf 100%. Oder sind wir auf einem sehr guten Wege. Die Apfelmangrove magst du nicht so, ne? Wo ist denn die Apfelmangrove hier? Ich würde die mir gerne mal... Da. Die drei sind nicht so gemocht. Okay, aber die werden auch von den anderen gemocht, oder? Ja. Deswegen, tut mir leid, dann musst du halt damit jetzt leben. So, ey, wir können die ja erforschen. Wir können endlich wieder ein neues Tier erforschen. Oh, sensationell. Okay, wen nehmen wir denn dafür? Wen nehmen wir denn dafür? Die Rappenantilope? Wen nehmen wir denn dafür? Müssen wir mal gucken. Wer ist denn jetzt gerade aktuell im afrikanischen Themenbereich zugange? Tierärzte sind ganz unten. Afrika Moses oder... Ich glaube, Elsa hatten wir immer genommen, ne? Elsa war relativ gut. Deswegen nehmen wir Elsa und dann erforschst du mal die Rappenantilope. Dankeschön. Wir können ja mal gucken, was wir für Einrichtungen... Nein, was wir hier fürs Gehege haben, für die Rappenantilope Art. So, da haben wir die Rappenantilope irgendwo. Rappenantilope? Da. So, was hätten wir denn da? Stabiler Rückzugsort ist vorhanden. Da hinten. Vielleicht ein bisschen zu groß für sie, aber naja. Futterspender haben wir, das haben wir hier drin. Gehege, Schlafmöglichkeit, Blätter? Seit wann gibt es die denn? Ey, jetzt mal ernsthaft. Normalerweise gab es doch immer nur diese Stroh, Heu, wie auch immer. Seit wann gibt es die denn? Okay. Das ist jetzt für mich neu gerade. Aber wir lassen die, weil die Rappenantilope kommt ja damit auch gut klar. Und das ist ein Greifball. Damit können die ihre Nackenmuskulatur stärken. Und ist auch gut für die Graffen, wie wir gerade gesehen hatten. Ne, das sah nicht so gesund aus, sagen wir mal so. Okay, Gepard ist gestresst. Warum? Spießbock hat ein Alpha-Status-Problem. Okay, dann gucken wir da mal kurz nach. Spießbock hat ein Alpha-Status-Problem. Spießbock hat ein Alpha-Status-Problem. Wir hätten hier einmal nichts, einmal nichts. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Da hätte man 0% und du hast 100%. Das ist natürlich jetzt... Da bleibt mir keine andere Wahl. Ey, vielleicht hat die ja schon geworfen... Warte mal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Bei den Japan-Kakerlaken, ne? Da haben wir auf jeden Fall ein paar ältere Tiere. Japan-Kakerlaken, ja. Japan-Kakerlaken, so. Da haben wir ein paar ältere Tiere, die wir freilassen könnten. Und müssen. Ich sag mal, die beiden sind auch nicht mehr so weit weg. Oi. Und die waren mal sehr, sehr überbevölkert da in diesem Gehege, ne? Oh, Michi. Michi, Weibchen. Pass auf, dann lassen wir die auch frei. Warte, waren da wieder welche krank? Habe ich das wieder übersehen? Warte mal, Japan, Kakerlaken. So. Wird wieder nicht angezeigt, ne? So, umsiedeln kann ich.
umsiedeln. $93.75. Machen wir gerne. Und dann gucken wir mal, ob wir uns wieder neue leisten können. Normalerweise, meine ich, waren die nicht so teuer. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Jede Tierart, genau. Und dann gehen wir hier hin und schauen mal. Japan, Kakerlaken, da. Filter. Habe ich die andere schon wieder rausgenommen, die Rappen-Antilope? Ja. So, Japan-Kakerlaken, was haben wir denn da? Oh, die sind gar nicht so teuer, siehst du? Siehst du mal. 10,3 Jahre. Ist das alt? Ich glaube nicht, ne? 67%, kauf mal. Verlegen. Japan-Kakerlaken. So. Dann gucken wir mal noch ein Japan-Kakerlaken-Tier. Da hätten wir noch mal eine. Kaufen wir auch. Und vor allem für Echtgeld ist natürlich sehr angenehm, weil Blätter haben wir uns mühselig zusammengespart. Warte mal, Michi? Die haben wir doch vorhin erst freigelassen. Oder haben wir noch die Michi? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Also das finde ich jetzt kurios. Haben wir zwei Michis dann da? Japan-Kakerlaken. Michi? Michi. Okay, wir haben jetzt zwei Michis. Ja, sicher haben wir Michi. Ich würde gerne aber, glaube ich, noch ein Männchen kaufen. Ja. Was hast du denn für Werte? Ich guck mal ganz kurz. 0%. Okay. So, dann kaufen wir zwei Männchen noch. Wo haben wir sie denn? Ja, die da unten sind natürlich Gold, ne? Und sind nicht alt. Sind nicht alt, aber wenn wir die... Oh, guck mal, die Werte sind gar nicht so übel. So, einmal. Und dann kaufen wir noch eine. Einen, Entschuldigung. Einen. Ne, ne. Ja, pass auf, wenn wir 770 ausgeben, können wir auch 865 von Gold nehmen. So. Haben wir das auch schon mal. Cool. Haben wir eine neue Tierart hier heute sogar. Schon lange nicht mehr gehabt, ne? Neue Tierart. Ja gut, war jetzt auch kein Mehraufwand. Sind wir ganz ehrlich, es war kein Mehraufwand. Wir hatten halt Gehege, mussten wir einfach nur reinplatzieren. Spießbock. Jo, Spießbock, da hatten wir ja ein Problem, ne? Spießbock. Spießbock. Spießbock, Spießbock, Spießbock. So. Ne, da hatten wir doch. Wir haben das doch schon gelöst. Oder war das eine alte Meldung? War eine alte Meldung. Okay. Das ist natürlich wieder super toll gewesen. Ja, das, da kann man ja auch mit nach. Naja. Aber die können wieder über Wasser laufen. Alles Jesus ist. Wie Strauß ist es. Aber ich finde, ich sag mal so: Die Platzierung da oben finde ich gar nicht so übel. Ey, welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf unsere Gäste? Zoo, Gäste, nee. Gäste, Bildung. 27%. Puh. 27%. Ja gut, die haben hier keine Bildung, da haben die keine Bildung. Aber hier verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil da oben ist ja Bildung. Achso, hier ist grün. Ja, die haben wahrscheinlich noch nicht nach oben geguckt. Guck mal nach oben, hast du gelogen. Haha, guck nach unten, hast gestunken. Hahaha, mit diesem cleveren Satz verabschiede ich mich. Bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.